Ja. John Marston ist gestorben. Abigail Marston ist gestorben. Und Onkel ist gestorben. Und Freddy scheint auch gestorben zu sein. Zumindest existiert Freddy nimmer. Das sind Peace Freddy übrigens. So. Normale Leute. Die Story ist vorbei. Du bist an euch vorbei. Aber ihr seht, wir haben keine Mission. Auftrag mehr. Alles ist weg und wir spielen mit Jack Marston oder den Sohn. Aber der ist nicht so, denn wenn wir nach Blackwater reiten, also spätestens wenn man auf der, also spätestens wenn man die Statistik schaut, wie viel Prozent man hat, wenn man 100% machen würde, spätestens dann würde man bemerken, okay, das Game ist noch nicht vorbei. Denn Leute, die Credits sind in einer Fragezeichen-Mission versteckt. Und diese Mission werden wir noch machen. Und dann haben wir Red Dead Redemption abgeschlossen. Und Tanja, wenn du den Ton meinst, meine Stimme. Ich habe extra nicht geredet. Weil es einfach emotional war quasi. Ich habe scharf, dass sie John Marston getötet haben. Naja. So, und ihr seht, dieses Fahrzeichen war vorher nicht da. Und es ist die einzige Fahrzeugmission, die wir machen werden. Das ist die hier. Guten Tag. Hello, sir. You work with the government? You one of them agents? Sure, son. Why you ask? Did you work with a man named Edgar Ross? I have something for him. Edgar Ross? No, but well knew of him. A fine man if you want the results. Won himself a chest full of medals. I think he went and retired about a year ago. Last I heard, him and his wife moved out to a cabin on Lake Don Julio. Lucky guy, getting to take it easy. He's fighting crime in this dump, that's for sure. Well, thank you for the information, mister. Leute, Mission heißt mir, ich denke an meine Familie. Da müssen wir hin. Aber wir reiten da jetzt nicht hin, weil es würde alles retten. Wir machen das mit einer wunderbaren Schnellreise. Aber ich kann noch mal was sagen zu Red Dead Redemption. Da war es mein erstes Let's Play nach langer Zeit wieder war. Hat mir Red Dead Redemption mega viel Spaß gemacht. Muss ich sagen, Red Dead Redemption ist an sich auch ein mega geiles Spiel. Bin ich denn jetzt? Ja. Also, Red Dead Redemption. Wer Fan von Wilden Westen ist, dieses Game wissen muss, das muss man gespielt haben. Und an sich muss man das Game mal gespielt haben, weil es lohnt sich einfach. Und wer Red Dead Redemption 2 haben möchte, den würde ich eh in den ersten Teil so oder so. Hier ist immer. War doch mal für Irish, oder? War schon. Guten Tag. Hallo. Excuse me, ma'am. Hello, young man. Hi. What are you doing out here? Are you out visiting the lake with your family? No, ma'am. I was looking to deliver a letter to Edgar Ross. Oh, that husband of mine. That bureau just won't get its talons out of him, even though he's retired. Edgar gave them some of the best years of his life. They ought to let him retire in peace. They'll not rest till they've killed him with worry, and he's such a sensitive man. I'm sorry, I shouldn't get so angry. I don't suppose any of this is your fault. There's no need to worry about him nowadays. Well, where is he? He and his brother Philip went hunting on the south side of the San Luis River. Be careful crossing over. They were saying it was dangerous. I sure will, ma'am. And don't worry about a thing. I'm sure your husband will be just fine. You should be able to catch it. Oh, das muss er nochmal
Von Mexiko. Ein Moment. Oh, oh, oh. Halten. Das ist ungesund. Hier. Machen wir nochmal schnell rein nach Mexiko. Und das ist der finale Spot. In diesem Game. Ich rede gleich nochmal ein bisschen mit euch. Let. Hallo John, du bist tot. Ach man. Also schon mal, ich weiß ja warum. Also es ist cool, dass sie es gewagt haben, aber ich weiß nicht, ob es so gute Entscheidung war. So, hallo. Hey there, mister. How's the hunting? Well, pretty good, son. Got me a few rabbits, coyote, elk. Still looking for some trophies for the parlor. I've got a letter here for Edgar Ross. You know him? I heard he was down in these parts with his wife. Of course I know him. He's my brother. Gone down river, duck hunt. Must be a pretty important letter to have come all this way. Oh, yes, sir. Real important. I'll be on my way home as soon as I deliver this message. You best be off then. Just don't get on his bad side. He's got a filthy temper. I'd go now if I was you. Okay. Edgar Ross, willkommen. Und das ist die Kreuzerstadt übrigens. Excuse me. You Edgar Ross? Do I know you? Forgive me for startling you, sir. I have a message for you. My name is Jack Marston. You knew my father. I see. I remember your father. And you, boy, have sure shit found me. You killed my father. Your father killed himself with the life he lived. You killed him. I saw you. You keep saying that. You sent him to do your dirty work. Then you shot him like a dog. And I'll shoot you like one too, you little piece of trash. Now get out of here before I kill you as well. I ain't going nowhere, old man. Boah, schau, wie das gewinnen. So, ja, Edgar Wars, Jack Marston, ja, okay. Okay, der Finalkampf. Ich weiß, wie es durchgeht, glaube ich. Ich hoffe es mal. Ja. Ja, Leute, damit haben wir Red Dead Redemption abgeschlossen. Puh. Leute, dieses Projekt hat mir mega viel Spaß gemacht. Und das nächste Projekt, was heute schon um 10 Uhr online kam, heute kam der, es war schon um 10 Uhr, ab morgen kommt das Projekt Assassin's Creed Syndicate täglich um 12 Uhr. Nur heute kam es um 10 Uhr, weil und 12 Uhr Red Dead Redemption kam. Also die Part hier. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Über den letzten Monat auch hin. Hat sich ja mordlang hingezogen. Aber war eigentlich relativ kurz. Ich habe mit mehr gerechnet, muss ich sagen.
Ah, Leute. Schaut euch unbedingt den ersten Part von Assassin's Creed Syndicate an, der heute um 10 Uhr online kam. Für euch auf Twitch sage ich gleich noch was. Ich sage auch für die Leute auf YouTube. Wir sehen uns um 16.30 Uhr bei Minecraft und um 19.30 Uhr bei Assassin's Creed 2 wieder. Und also ich verabschiede mich schon mal an die Leute. Ja, okay. Also ich verabschiede mich an Leute von YouTube, da ihr zugeschaut habt. Und jetzt an die Leute an Twitch. Danke, dass ihr die 7 Livestreams, die ich so circa gemacht habe, dabei wart. Die Livestreams waren meistens recht kurz. Habe ich den Faden verloren, weil ich gerade in den Chat geschaut habe? Meine Nerven. Moment, ich habe gleich den Schluss. Warte kurz. Hab's da wieder, Moment. Wo war ich jetzt? Warte. Die waren recht kurz, aber die nächsten Livestreams werden alle länger gehen. So lang wie der hier. Vielleicht auch noch länger, weiß ich nicht. Aber wenn ihr noch nicht die Assassin's Creed Syndicate Livestreams geschaut habt, die 2, die ich bisher gemacht habe, die recht kurz waren, schaut euch die Wiederholung an. Oder wartet auf, oder schaut auf YouTube, da kommen die Parts. Und sonst, danke für die über 30 Parts. Weil ich bin jetzt auch nicht wie viel. Aber ich sag mal, ciao, wir sehen uns in der nächsten Livestream hoffentlich wieder. Ich lasse die Credits weiter vor euch laufen, bis wir zu Ende sind. Also, adios, amigos, hola, servus oder so. Ja.
Thank you.